probiere es weiter am letzten Wochenende. Samstag oder Sonntag? Samstag, glaube ich, in Ansbach. Die Kommerzbank gewonnen hat, also die Veranstaltung dort. Alles live. Na, das ist Kasper. Kriechtiere brauchen wir nicht. Einfach durch. Trotzdem Dankeschön für die Rücksichtnahme. Die hat man nicht oft als Kameramann. Also Weidner hat hier seine erste Niederlage kassiert. In Ansbach letztes Wochenende kein Spiel verloren. Laut eigenen Aussagen war da Bernhard Hess sein bester Gegner. Das Turnier hier wenigstens vom Lautstärkepegel sehr ruhig. Der Richter aus Herzbach, wo er jetzt seit neuestem spielt. Heute nicht da. Und seit langem auch zum ersten Mal kein Bernhard Hess und Thies Stein. Dort hinten wird fleißig trainiert. Marcel Hassfurter. Mit einem Trainingspartner, der eigentlich beim SC Odenwald spielt. Hühne, wenn ich mich recht erinnere, das ist sein Name. Auch Jonas Schirr macht heute nur Turnierleitung, spielt aber nicht mit. Und ganz hinten im Eck Altmeister Fritz Dilbeck. War früher mal sehr gut. Rettlers Spieler, Barnard. Aber hat damit angegriffen. Mit einer ganz unorthodoxen Schlägerhaltung und entsprechend unorthodoxen Wellen. Hat aber in den letzten Jahren diverse gesundheitliche Probleme. Komm, ziehst du weg, du musst da hin. Sag's ihm. Hei, hei, hei. Sag's ihm, erklär's ihm. Hol mal hin. Zum neuen Jahr schlägt auf.
10 Uhr, Satzball. Da hat er tatsächlich den Satz und damit das Spiel verschöpft am Ende. Der schwarze Belag, das sind die Lappen hier.